Morgen, Freunde. Bin gerade aufgewacht. Und heute wird ein geiles Video. Das hier wird wahrscheinlich das coolste Video von meinem YouTube-Channel. Ich habe eine Beziehung, eine Fernbeziehung, wie einige von euch bestimmt schon mitbekommen haben auf Instagram. Und es ist Valentinstag in 2 Tagen. Das Problem ist nur, am Valentinstag muss ich nach Berlin fahren auf ein Videodreh. Großes Projekt, das wird sehr nice mit Jonas. Ich weiß nicht, ob ihr Jonas kennt. Ich und meine Freundin sind jetzt knapp ein halbes Jahr zusammen ungefähr. Das bedeutet, das war unser erster Valentinstag zusammen. Damit wir uns aber noch zumindest ganz kurz sehen, habe ich mich entschieden, heute den ganzen Tag Zug zu fahren, zu ihr zu fahren für einen Tag und werde sie bei ihr zu Hause überraschen. Sie hat keine Ahnung, als ich ihr erzählt habe, dass wir uns jetzt über einen Monat nicht sehen und auch am Valentinstag, habe ich eine Bildschirmaufnahme gemacht und sie hat halt einfach angefangen zu weinen, weil sie mich so vermisst. Ich habe das gefilmt, ich kann euch das einmal hier zeigen. Ich muss jetzt direkt los und packe gerade noch fertig, auch für den Videodreh in Berlin, weil ich direkt von ihr nach Berlin fahren muss. Das wird eine Menge Zug, aber es lohnt sich. Oh, ich bin jetzt im Zug. Ups, ich bin vor allem nicht scharf. Also ich bin jetzt im Zug und jetzt wird erstmal Zug gefahren. Ganz lange Zug gefahren. So, ich bin jetzt im Bahnhof, da wo sie wohnt. Ich bin angekommen. Ich werde jetzt von ihrer Mom abgeholt. Ich hoffe, dass ihre Mom ihr nichts erzählt hat. Und dann geht's gleich los. Freunde, ich bin jetzt bei Annika auf ihrem Bett. Und sie ist noch in der Schule und wird um 14.45 Uhr abgeholt und ist dann so um 15 Uhr hier. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich ihr als Geschenk für den Valentinstag gekauft habe. Mit Ausnahme davon, dass ich überhaupt schon da bin. Und zwar einen riesigen Teddybären, der nach mir riecht. Ich habe da so mein Parfum drauf gemacht und sie liebt dieses Parfum über alles. Also diesen Teddybären als erstes geschenkt. Dann habe ich einen Bilderrahmen, der eine Herzform hat, wo nochmal 6 kleine Bilderrahmen drin sind mit Bildern von mir und ihr. Dann habe ich nicht eine Packung Pralinen, nein, ich habe 2 Packungen Pralinen gekauft und wenn das schon alles wäre, dann kennt ihr mich nicht. Ich habe ihr nämlich noch einen Blumenstrauß Rosen, beziehungsweise eigentlich habe ich ihr 2, beziehungsweise eigentlich habe ich ihr 3 und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ihr 4 Rosensträuße. Egal, 4 Rosensträuße gekauft. Also, 2 Packungen Pralinen, die Bilderrahmen, der Teddybär, der nach mir riecht und riesig ist und 4 Rosensträuße. Und das baue ich jetzt hier alles schön auf und stelle verschiedene Kamerapositionen auf, dass ihr seht, wie sie reinkommt, dass ihr seht von da, wie wir hier sind, dass ihr vielleicht einen im Flur, wie sie zur Tür reinkommt und so. Ich denke mir jetzt ein paar coole Sachen aus, baue das alles auf und ich hoffe, Annika freut sich. Wenn Annika gleich kommt, ne? Dann werde ich so hart nach Schweiß stinken. Weil ich bin so aufgeregt. Ich sitze hier und gucke die ganze Zeit aus dem Fenster, ob sie jetzt kommt. Ey, ich bin so aufgeregt. Sie schreibt gerade die ganze Zeit so lange Texte, weil wir uns so ein bisschen gestritten hatten. Ne? Und ich eben gerade nicht antworte auf WhatsApp den ganzen Tag bisher. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott, ich glaube, sie ist da. Oh mein Gott. Ich hab sie gesehen. Licht an. Anderes Licht an. Kamera an. Alter, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Scheißegal. Ja.
mal an der Maus hier. An Blüten? Ich will mal eine Tomate. Ach, ich hab gerade auch vorhin. Der sitzt da. Happy Valentine's Day. Wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja, und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da und warte auf den Tag. Immer ein bisschen mehr als die anderen. Früh angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht viel, was ich nicht lernen kann. Für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Wasch mir die Nacht von der Haut, hopfen, laufen, laut. Lass sie nicht aufregen, verbraucht. Entscheide heute nur aus dem Bauch. Das ganze Jahr kannst du haben. Okay, wir melden uns später wieder. Du hast mich erwürgt. So, wir haben jetzt den nächsten Morgen. Und... Sie muss gleich in die Schule und ich muss gleich nach Berlin. Ja, und ich habe mich mega gefreut, dass er mich überrascht hat. Danke schön. Ich bin todmüde. Es ist noch nicht mal 7. Ich hab Durst. Ich hab dir Tee gemacht. Danke schön. Für alles. Kannst du das Haar da hochmachen? Danke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Sache ist die, wisst ihr, wir haben es halt für uns gemacht. Ich habe sie überrascht, weil ich sie sehen wollte und ich dachte, ich kann auch ein bisschen filmen. Aber wir haben halt jetzt nicht so sonderlich viel gezeigt, beziehungsweise ja, wir haben es halt für uns gemacht haben. Ja, ihr könnt auf anderen YouTube-Channels erwarten, dass da halt irgendwie was übel krasses passiert und es sau viel kommt und so. Die Sache ist, ich wollte meine Freundin einfach überraschen, weil ich sie nicht am Valentinstag sehen kann. Und ich dachte, ich film's ein bisschen, damit ihr so ein bisschen das miterleben könnt, aber halt auch nur ein bisschen. Kannst du es wieder hochmachen, das Haar? Was hattest du denn heute für ein Problem, dieses Haar? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe auch. Soll ich euch was zeigen? Lieber nicht. Seht ihr das? Sorry, ich muss es kurz sagen. Seht ihr das? Er hat das auch. Mein Arm fällt ab, ich kann nicht mehr halten. Dein Haram? Mein Haram. Warte, ach so. Hier ist mein letztes Video. Da bin ich mit dem Bobbycar in McDrive gefahren. Hier in der Mitte kann man abonnieren. Und da ganz hinten rechts. Nee, da tue ich das Video rein, wo ich den ganzen Tag zu allem, was du gesagt hast, ja sagen musste. Gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Jetzt muss ich den ganzen Tag nach Berlin fahren. Und ich in die Schule.